This is the fourth and final session in the series of four sessions in which we've been working through. Dies ist die vierte und letzte unserer vier Lehreinheiten, in denen wir uns durch die letzten fünf Kapitel des Römerbriefs durcharbeiten. Wir sind bei Kapitel 15 angelangt und kamen ungefähr bis Vers 5 oder 7. Ich denke, wir sollten diese Verse noch einmal wiederholen, Römer 15, 5 bis 7, da sie gewissermaßen das Ziel darstellen, das Paulus erreichen möchte. Er schreibt nicht, um einzelne Gläubige hervorzubringen, vielmehr ist es sein Ziel, einen Leib hervorzubringen, der in Einheit und Harmonie funktionieren kann. Und einige der Lektionen, die wir uns in unserer vorigen Lehreinheit angesehen haben, unterstreichen die Notwendigkeit, dass wir die Interessen des Leibs manchmal über unsere eigenen persönlichen Meinungen und Überzeugungen stellen. Deshalb sagt Paulus: Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Das sollte die Gemeinde sein, ein Leib aus Menschen, die allesamt ein Ziel haben, nämlich den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Und alle Predigt und alle Lehre und alle Aktivitäten der Gemeinde sollten stets dieses Ziel anstreben. Paulus fährt fort: Deshalb nehmt einander an, wie auch der Christus euch angenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Auch dies ist wiederum eine praktische Anwendung. Nehmt einander an, so wie Christus uns angenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Diese Aussage fordert uns heraus, denn Jesus wartete nicht, bis wir erst alles auf der Reihe hatten und absolut rein waren, bevor er uns annahm. Stimmt's? Er nahm uns so an, wie wir waren. Und dann fing er an, uns zu verändern. Ich hatte schon oft mit Menschen zu tun, die unter Ablehnung leiden. Die einzige Lösung für sie ist Annahme. Du kannst nicht sagen, nun, wenn du erst einmal mit allem klargekommen bist und du alles auf der Reihe hast, dann werde ich dich als Mitchrist anerkennen. Nein, du musst die Menschen dort abholen, wo sie sind, so wie Gott uns abholte, wo wir waren. Und aus diesem Grund fordert uns diese Aussage heraus: Nehmt einander an, wie auch der Christus euch angenommen hat. Erwarte nicht, dass die anderen perfekt sind. Jeder hat Probleme, sogar Prediger, sogar Pastoren, sogar die Leiter des Werkes Gottes. Erwarte keine perfekten Leiter. Nimm sie an, wie sie sind, wenn du glaubst, dass Gott sie an diesen Platz gestellt hat. Wir müssen einander annehmen. Es schadet nicht, das auch jemand anderem zu sagen, denn vielleicht gerätst du dabei an jemanden, der sich sein ganzes Leben lang nie wirklich angenommen fühlte bis zu diesem Augenblick. Und wenn es einen Ort gibt, an dem sich die Menschen angenommen fühlen sollten, dann ist es der Leib Christi. Gehen wir nun von diesem Punkt der Annahme aus weiter. Wir kommen zu einem Aspekt, den wir bereits im vorigen Lehrblock mit dem Titel »Das Schicksal Israels und der Gemeinde« besprochen haben. Paulus geht kurz dorthin zurück und wiederholt den Unterschied zwischen dem, wie Gott auf die Juden zugeht und wie er auf die Nichtjuden, die Nationen, zugeht. Das ist eine gute Gelegenheit, diese Gedanken noch einmal zu wiederholen. Vers 8: Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung, also des jüdischen Volkes, geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht. Und dann zitiert er aus der Schrift: Jesus kam als erstes und vor allem anderen als Diener des jüdischen Volkes, um all die Verheißungen zu bestätigen, die dem jüdischen Volk im Lauf der Jahrhunderte gegeben worden waren. Aber er kam auch, um den Nichtjuden Begnadigung zu bringen. Den anderen Nationen, die keine Verheißungen hatten, die nicht diese Vorgeschichte der Bündnisse und des Wirkens Gottes hatten. Wir haben also immer diesen Unterschied. Im Galaterbrief spricht Paulus über das Evangelium der Beschneidung, das Evangelium für das jüdische Volk.
und über das Evangelium für die Unbeschnittenen, also das Evangelium für die Nichtjuden. Es ist kein anderes Evangelium. Es dreht sich alles um die Person unseres Herrn Jesus Christus, um seinen Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Er ist der Anfang und das Ende, aber der Ansatz ist ein anderer. Ich stellte das fest, als ich die Grundsteine, meinen Bibelkurs zum Selbststudium, vorbereitete, der in viele Sprachen übersetzt wurde und von dem mehrere hunderttausend Exemplare in aller Welt vertrieben wurden. Ich entwarf ihn ursprünglich als Bibelfernkurs, als ich etwa 1960 in Kenia war und dachte dabei in erster Linie an Afrikaner. Ich dachte mir, ich wolle den Menschen die grundlegenden Wahrheiten präsentieren, die ich, wenn ich ein Pastor wäre, allen Mitgliedern meiner Gemeinde angedeihen lassen möchte. Der Kurs beruht auf einem System aus Fragen und Antworten. Man hat eine Frage, eine Verweisstelle und schreibt dann die Antwort hin. Und dann gibt es noch einen Abschnitt mit den richtigen Antworten und Notizen sowie Passagen zum Auswendiglernen. Ich denke, man kann gar nicht mehr zählen, wie viele Menschen davon schon berührt und verändert wurden. Doch da ich in Israel, in Jerusalem wohne und Gemeinschaft mit jüdischen Gläubigen habe, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass man für Juden einen anderen Ansatzpunkt braucht. Mein Bibelkurs beginnt mit der Tatsache, dass wir alle Sünder sind und einen Heiland brauchen und baut dann darauf auf. Das stimmt, doch dem jüdischen Volk muss man erklären, dass dies die Verwirklichung seiner Geschichte seit Abraham ist. Aus diesem Grund erarbeitete ich in Israel mit einem jungen jüdischen Gläubigen 5 zusätzliche einführende Kapitel. Sie sind eigentlich keine wirkliche Einführung, aber sie führen den ganzen Kurs zurück auf Mose und Abraham. Er heißt nun Studienführer auf der Suche nach der Wahrheit. Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass Nichtjuden den Ursprung des Evangeliums und unseres Glaubens kennen. Doch für das jüdische Volk ist dies absolut unabdingbar, denn Jesus war ein Diener der Beschneidung, um die Verheißungen zu bekräftigen und zu erfüllen, die Gott ihnen gegeben hatte. Doch Nichtjuden wie ich können nicht, außer vielleicht das Namenschristen, aber das ist etwas ganz anderes, wir können nicht auf all die Verheißungen Gottes zurückblicken. Alles, was ich brauchte, war Gnade. Ich möchte es so formulieren: Im Umgang mit dem jüdischen Volk hatte Gott einen Acker vor sich, der schon jahrhundertelang bearbeitet, gepflegt und besät worden war. Als Jesus seine Jünger zu seinen eigenen Leuten schickte, sagte er: Ihr tretet in die Mühen von Menschen ein, die schon lange vor euch gearbeitet haben. Es war also die Fortsetzung eines Prozesses, der bereits in der Vergangenheit begonnen hatte. Doch die Nichtjuden waren ein ungepflügter Acker. Sie haben keine Vorgeschichte. Und das Evangelium kam zu ihnen ohne Bezug zur Geschichte ihrer Vorfahren. Ich hoffe, ihr versteht das, weil es nämlich sehr wichtig ist. Vor allem, da Gott sei Dank mehr und mehr Juden inzwischen an den Messias glauben. Wir müssen wissen, wie wir auf sie zugehen. Wir müssen wissen, wie wir ihnen helfen können. Derzeit kommen hunderttausende russisch-jüdische Einwanderer in die Stadt New York. Die Menschen sind offen. Sie haben nicht all die Vorurteile der europäischen und amerikanischen Juden. Im Grunde schreien sie nach jemandem, der ihnen erklärt, worum es geht. Wir planen, mein neues Buch ins Russische übersetzen zu lassen, um es dort in New York zu gebrauchen, aber auch in Israel, wo hunderttausende russische Einwanderer ins Land strömen. Sie können kein Hebräisch, sie können kein Englisch, aber sie können Russisch. Das ist eine glänzende Gelegenheit. Das ist ein Feld, das jetzt abgeerntet werden kann, wenn wir zur Sichel greifen. Ich wollte das eigentlich gar nicht sagen, aber ich hatte den Eindruck, der Heilige Geist wollte, dass ich es sage. Hoffentlich versteht ihr, worum es geht. Ich bin nicht Jude. Ich komme nicht aus einem jüdischen Hintergrund. Und ich möchte euch sagen, dass ich dem jüdischen Volk zutiefst dankbar bin, denn jeder geistliche Segen, den ich habe, ist durch sie zu mir gekommen. Wie könnte ich mich jemals gegen sie wenden oder Antisemit werden? Das wäre so, als würde man die Hand beißen, die einen füttert. Paulus muss sich nicht lange Zeit nehmen, um zu beweisen, dass Jesus zu den Juden kam,
aber er muss sich viel Zeit nehmen, um zu beweisen, dass auch die Nichtjuden hereinkommen können, versteht ihr? Das war vor 1900 Jahren. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Sehen wir uns kurz die Verheißungen an, auf die er sich bezieht. Die erste steht in Psalm 18,50. Dies ist ein großartiges Siegeslied Davids, nachdem Gott ihm den Sieg über seine Feinde geschenkt hatte. Außerdem ist es eine Vorhersage auf den Messias. Darum will ich dich preisen unter den Nationen, Herr, und will spielen deinem Namen. Wenn man das Wort Nationen liest, muss man sich in den meisten Übersetzungen stattdessen das Wort Nichtjuden denken. Ich denke, wir haben das bereits erklärt. Es gibt zwei zentrale Begriffe, Volk und Nationen. Sie werden von den Übersetzern nicht immer einheitlich verwendet, doch das hebräische Wort für Volk lautet Am. Es bezeichnet jene, die eine Bündnisbeziehung mit Gott haben. Das andere Wort Nationen oder Heiden oder Nichtjuden lautet auf Hebräisch Goim. Es bezeichnet jene, die keine Beziehung mit Gott haben. Erinnert ihr euch, was Jesus zur syrophönizischen Frau sagte, als sie ihn um die Heilung ihrer Tochter bat? Er sagte sinngemäß, du bist nur ein kleiner Hund. Du hast keine Beziehung mit Gott. Du bist unrein. Du stehst außerhalb des Bundes. Sie sagte, es stimmt. Ich bin nur ein kleiner Hund. Ich bitte dich auch nur um einen Brosamen, der vom Tisch der Kinder fällt. Was für ein Glaube, Brüder und Schwestern. Was für ein Glaube. Sie sagt, ich brauche keinen ganzen Leib. Ich brauche keine Scheibe. Ich brauche nur einen Brosamen, um den Dämon aus meiner Tochter zu vertreiben. Das ist meine einzige Sorge. Viele Menschen wundern sich, warum Jesus so schroff mit ihr sprach. Wenn man jemanden als Hund bezeichnet, ist das noch nicht die schlimmste Bezeichnung. Einigen Hunden geht es schließlich besser als Menschen. Doch im Nahen Osten ist das etwas ganz anderes, wenn man jemanden als Hund bezeichnet. Versteht ihr? Es gibt letztendlich nur eine Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott zu haben, nämlich durch einen Bund. Auf Dauer gesehen gibt es keine andere Beziehung zu Gott als einen Bund. Wir Nichtjuden, die auf Jesus vertrauen, in ihm das Heil finden und an seinen Sühnetod und seine Auferstehung glauben, wir sind ein Volk geworden. Das Neue Testament sagt uns Gläubigen, dass wir ein Volk sind, weil wir eine Bündnisbeziehung mit Gott haben. Deshalb hat Gott zwei Völker auf Erden. Das jüdische Volk ist immer noch ein Volk, auch wenn es derzeit außerhalb der Gnade Gottes steht, weil mit ihm ein unauflöslicher Bund geschlossen wurde. Und wir Nichtjuden, die Hunde waren, sind keine Hunde mehr, sondern haben durch den neuen Bund in Jesus Christus eine Beziehung mit Gott. Wenn ihr das begreifen könntet, würdet ihr die Bibel viel besser verstehen. Oft betrachten wir aus Ignoranz oder Arroganz die Bibel nicht aus diesem Blickwinkel. Rasch noch die anderen Schriftstellen. 5. Mose 32, 43. Freut euch, ihr Nationen, mit seinem Volk. Habt ihr gehört? Hier wieder die beiden Wörter. Freut euch, ihr Goim, mit seinem Am. Denn jetzt könnt ihr ein Volk werden. Ihr könnt in eine Bündnisbeziehung mit Gott eintreten. Psalm 117,1, ein sehr kurzer Psalm. Wenn ihr jemals einen Psalm auswendig lernen wollt, dann fangt mit diesem an. Psalm 117, lobt den Herrn alle Nationen, rühmt ihn alle Völker. Dieses Wort Völker ist ein drittes Wort, auf das wir jetzt nicht eingehen werden. Es heißt jedenfalls hier, lobt den Herrn alle Goim. Seht ihr, was Paulus hier macht? Indem er sich in erster Linie an Juden wendet, sagt er, seht nur, unsere eigenen Schriften haben gesagt, dass Gott den anderen Nationen wieder Gnade erweisen wird. Wisst ihr, was die Juden am Dienst des Paulus am meisten ärgerte? Dass er die Botschaft den Nichtjuden brachte, denn die Juden jener Zeit hielten diese Botschaft für ihr ausschließliches Privileg, zu dem keine andere Nation Zugang hatte. Noch zwei Passagen aus Jesaja, Jesaja 11,10, und an jenem Tag wird es geschehen. Der Wurzelspross Isais, wer ist das? Jesus, der als Feldzeichen der Völker, das ist wieder das dritte Wort, dasteht. Nach ihm werden die Nationen fragen, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Paulus sagt,
Unser großer Prophet Jesaja hat vorausgesagt, dass die Nationen, die Goim, nach dem Wurzelspross Isais fragen werden. Dann heißt es noch in Jesaja 42,4 über Jesus: Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat, und die Inseln warten auf seine Weisung. Die Inseln sind, und ich denke, ich habe das schon erklärt, all jene Teile der Welt, die an ein Meer grenzen. Somit werden alle Kontinente voller Erwartung auf das Gesetz des Messias warten. Gehen wir zurück zu Römer 15, 13. Wiederum geht es hier um den Zweck der Lehre. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist auch eine unserer Proklamationen. Ich möchte euch an dieser Stelle darauf hinweisen, wie wichtig Hoffnung ist. Paulus sagt in 1. Korinther 13, nun aber bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe. Ich habe viele Predigten über Glauben gehört, ziemlich viele über Liebe. Aber ich denke, vielleicht bin ich der Einzige, den ich kenne, den ich bisher über Hoffnung habe predigen hören. Und dennoch ist Hoffnung eine der drei bleibenden Realitäten. Aber ihr könnt nur überreich sein in der Hoffnung durch die Kraft wessen? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der größte Optimist. Und wenn er Einzug hält, dann warst du vielleicht früher der schlimmste Pessimist. Doch auch dann wirst auch du zum Optimisten. Ich war ein professioneller Pessimist, als ich errettet wurde. Ich wurde als Pessimist geboren und als Pessimist ausgebildet. Wenn man sich in meiner Familie keine Sorgen machte, musste man sich darüber Sorgen machen, dass man sich keine Sorgen machte. Doch Gott hat mich verändert. Es geschah nicht alles auf einmal, glaubt mir, aber ich hatte eine dänische Frau, die mich von Zeit zu Zeit wieder zurechtrückte. Sprechen wir doch diesen Vers als Proklamation. Der Gott der Hoffnung aber erfülle uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit wir überreich seien in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Möchtet ihr mir diese Proklamation nachsprechen? Ich werde sie euch vorsprechen. Seid ihr bereit? Der Gott der Hoffnung aber erfülle uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit wir überreich seien in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Fühlt ihr euch nun besser? Hoffentlich. Wir müssen weitermachen. Römer 15, 14 bis 16. Paulus war sehr unverblümt, aber auch taktvoll. Und hier schreibt er an eine Gemeinde, die er nie besucht hat, obwohl er viel über die Menschen in dieser Gemeinde weiß und sie viel gelehrt hatte. Und es war zum Teil eine ziemlich strenge Lehre gewesen. Deshalb entschuldigt er sich hier gleichsam dafür, dass er ihr Lehrer war, doch gleichzeitig erinnert er sie daran, dass er der Apostel für die Heiden ist und dass dies somit sein Job ist. Das ist eine Lektion in Bezug auf Takt, die ich selbst unbedingt brauche. Vers 14. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Mit anderen Worten, ihr braucht eigentlich kaum mehr Lehre. Schließlich hat er ihnen ja schon 14 oder 15 Kapitel Lehre vorgelegt. Doch an diesem Punkt hat es den Anschein, als wolle er ihnen das Gesagte irgendwie etwas versüßen. Ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade. Das ist die Gnade des Apostelamts an den Heiden. Ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen vor Gott angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Was für eine Sichtweise des eigenen Dienstes! Er sagte, ich bin wie ein Priester des alten Bundes. Ich habe Gott ein Opfer zu bringen, aber es muss geheiligt sein. Was war das Opfer? Die nichtjüdische Gemeinde. Er sagt, mein Opfer. Etwas später sagt er,
mein Evangelium. Was für ein Verantwortungsgefühl. Er sagt damit, Gott hat mir die Aufgabe übertragen, jedermann in einer Art und Weise die Botschaft des Evangeliums bekannt zu machen, dass nicht nur das jüdische Volk eingeschlossen ist, sondern auch die Nichtjuden. Und er sagt, ich bringe dies dar, wie ein Priester im Alten Testament sein Opfer darbringen würde. Ihr wisst ja, dass jedes Opfer bestimmte Bedingungen erfüllen musste. Es musste mit Öl gesalbt sein und es mussten noch viele andere Dinge beachtet werden. Deshalb sieht sich Paulus hier selbst als Priester, der nicht nur ein kleines Lamm oder einen Ochsen darbringt, sondern vielmehr Gott, die ganze nichtjüdische Gemeinde darbringt. Und es ist seine Sorge, dass sie geheiligt, heilig, für Gott abgesondert sei. Deshalb zielt der Römerbrief in gewisser Weise darauf ab, eine heilige Gemeinde hervorzubringen. Paulus sagt, vergebt mir, dass ich so einen langen Brief geschrieben habe. Und ich weiß, dass ihr vieles von dem schon wisst, aber es ist nun mal meine Aufgabe. Dazu hat Gott mich berufen. Machen wir weiter und wir kommen nun zu etwas sehr Wichtigem. Etwas, dessen ich mir sehr bewusst bin. Vers 17. Ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott. Ich werde euch später noch zeigen, dass es legitim ist, sich zu rühmen, vorausgesetzt, dass du dich über das Richtige rühmst, nicht über dich selbst, sondern über die Dinge Gottes. Dann erklärt er, was er meint. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Ich rede nicht über meine eigenen Leistungen, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Der letztendliche Zweck seines Dienstes bestand darin, die Nichtjuden durch den Glauben zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zu bringen. Wie machte er das? Es heißt in Vers 19, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Das ist das volle Evangelium. Das ist die legitime Bezeichnung. Paulus sagt, ich habe nicht nur das Wort gepredigt, sondern mein Wort wurde durch übernatürliche Zeichen und Wunder bestätigt. Ich habe das Evangelium völlig gepredigt. Es diente dem Zweck, die Nichtjuden gehorsam zu machen und nicht nur zu Namenchristen, nicht nur zu Menschen, die mit dem Verstand glauben, sondern zu Christen, die von Herzen Jesus Christus und der Wahrheit seines Wortes verpflichtet sind. Für mich persönlich ist das sehr real. 5 Jahre lang war ich Rektor einer Ausbildungsstätte für afrikanische Lehrer in Kenia, in Ostafrika. Als ich dorthin ging, war es nicht mein oberstes Anliegen, sie weltliche Dinge zu lehren, sondern vielmehr sie das Wort Gottes zu lehren und sie dazu zu bringen, Jesus Christus kennenzulernen. Und durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes kann ich sagen, dass wir erfolgreich waren. Kaum ein Student verließ das College, ohne errettet und im Heiligen Geist getauft worden zu sein. Es waren nur sehr, sehr wenige. In einem Jahr machten 57 Studenten ihren Abschluss und jeder einzelne von ihnen war errettet und im Heiligen Geist getauft. Außerdem stellten sie einen Rekord für das Bildungsministerium in Kenia auf, weil jeder von ihnen qualifiziert war zu lehren. Ich habe noch irgendwo einen persönlichen Brief des dafür Zuständigen im Ministerium, indem er mir für diese Resultate dankt. Ich möchte damit eines sagen. Wenn du Christ bist, solltest du besser sein, als du vorher warst. Wenn du vorher Lehrer warst, solltest du nun ein besserer Lehrer sein. Wenn du Krankenschwester warst, solltest du jetzt eine bessere Krankenschwester sein. Als ich meine Studenten lehrte, unterstrich ich dies und sagte, die Tatsache, dass du errettet bist, heißt nicht, dass du schlampig sein kannst, sondern es heißt, dass du viel effektiver sein wirst als vorher. Und es funktionierte, so wie Gottes Wort immer funktioniert. Am Anfang meiner Zeit in Kenia lehrte ich die Studenten das Wort Gottes und sie saßen da, lächelten mich an, gaben immer die richtigen Antworten. Wenn ich sagte, lasst euch taufen, dann ließen sie sich taufen. Das taten sie auch bei den anderen Dingen, weil sie wussten, dass sie in Bezug auf ihre Ausbildung von mir abhängig waren. Und Bildung bzw. Ausbildung war für sie der Ausweg aus ihrem niedrigen sozialen Status. Sie fragten sich immer,
warum geht es den Weißen gut und uns nicht? Ihre Antwort lautete Elemoo auf Swahili. Das ist das Wort für Bildung. Wenn wir gebildet sind, werden wir es schaffen, so dachten sie. Deshalb hörten mir meine Studenten sehr bereitwillig zu. Doch nach einiger Zeit erkannte ich, dass sie nur mit dem Verstand gehorchten, nur in ihrem eigenen Interesse, weil sie ihren Abschluss als Lehrer machen wollten. Deshalb rief ich eines Tages alle Studenten zusammen und sie wussten nicht, was ich ihnen sagen würde. Ich sagte, ich möchte euch dafür danken, dass ihr kooperativ und willig seid. Alles, worum wir euch bitten, tut ihr. Ich weiß, warum ihr das tut, nämlich weil ihr euren Abschluss als Lehrer machen wollt. Ich verstehe das. Doch die Dinge, die ich euch lehre, werfen in eurem Inneren eine Frage auf, nämlich die Frage, ist die Bibel wirklich ein Buch für Afrikaner? Oder ist sie nur ein Buch des weißen Mannes, mit Traditionen und Gepflogenheiten des weißen Mannes, die für Afrikaner keine Gültigkeit haben? Viele eurer afrikanischen Ältesten haben euch Letzteres gelehrt, nämlich, die Bibel sei nur das Buch des weißen Mannes, das für euch keine Gültigkeit hat. Und dann sagte ich, ich kann euch die Antwort nicht geben. Das erstaunte sie, denn sie dachten, der weiße Lehrer hätte alle Antworten. Ich fuhr fort und sagte, es gibt für euch nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob all das aus Großbritannien oder Amerika kommt oder ob es von Gott ist. Nämlich eine persönliche Erfahrung in eurem eigenen Leben mit der übernatürlichen Kraft Gottes. Ich kann das nicht für euch tun.